Naja, also es gab ja jetzt nicht nur ein Video über mich von Unholy, sondern es gab auch noch ein Video zu Kuchen.tv. Und da bin ich gespannt, wie es da so ausschaut. Na, keine 10 Minuten, man merkt, da ist die Monetarisierung noch nicht freigeschaltet. Hey, Unholy hier. Danke für das fette Feedback zum letzten Video über Alpha Kevin. Auch danke nochmal an Kuchen.tv, Dude mit Mask und Alpha Kevin selbst für die ganzen Reactions auf dieses Video. Und da es sich gewünscht wurde, machen wir heute nochmal selbiges Spiel mit Kuchen.tv selbst. Zuallererst möchte ich aber nochmal kurz auf die Kritik eingehen. Mir wurde vorgeworfen, ich hätte diese Umfrage absichtlich nur Leuten geschickt, die negativ zu Alpha Kevin stehen. Dem kann ich aber so nicht zustimmen. Ich habe diese Umfrage wirklich weit verbreitet, mehrere Meinungsblogger angeschrieben und auch zum Teilen aufgerufen. Also, mich würde es halt wirklich mal interessieren, wenn es halt wirklich so ist, hallo @ Meinungsblogger. Mich würde es jetzt mal interessieren, wer damit alles gemeint ist. Aber wenn ein Dude mit Maske nichts bekommen hat, ein Baku nichts bekommen hat, dann finde ich, also das sind ja nun mittlerweile Leute, die schon ein bisschen größer sind und die man auf jeden Fall auch fragen kann und auch ein Kuchen.tv, der kooperiert da ganz gern, dann finde ich das irgendwie ein bisschen komisch, dass die halt nicht mit erwähnt wurden und der Rest war doch klar, dass die mich garantiert nicht mögen. Hier vor allen Dingen mal was in eigener Sache, unabhängig vom DMB, also das sind die Meinungsblogger, die beim DMB wahrscheinlich mitgemacht haben. Also die bei diesem Meinungsblogger-Battle mitgemacht haben. Wenn ich mir da angucke, wer dort drin ist, DMB, Meinungsblogs, keine Ahnung, irgendwie sowas. Das Meinungsblogger-Battle hier. Wenn ich mir da angucke, wer da alles mitmacht. Also ganz ehrlich, das sind ja fast alles Leute, die mich halt wirklich nicht mögen, ne? Der eine, der hat, warte mal, was war denn das für ein Video? War das Tim, nee, was war Garrett vs. Mighty? Ich weiß nicht, irgendeiner hat so sinnlos gegen mich irgendwas gesagt, wo ich mir so denke, also noch stumpfer haten kannst du halt wirklich nicht. Also ich fand's lustig, aber ich dachte mir auch so, das ist doch dann klar, dass es auf jeden Fall kein gutes oder kein normales Ergebnis sein wird. Verhalten haben. Das Problem ist nämlich nicht, wer wurde gefragt, sondern wer hat geantwortet. Das für mich wohl größte Problem war einfach die Barriere, die ich zwischen mir kleinen 300, beziehungsweise jetzt, danke an euch übrigens, 400 Sub-YouTuber, zwischen mir und einem Kuchen-TV sehe. Es ist für mich einfach nicht alltäglich, dass ich fremde Leute anschreibe, um sie etwas bitte. Blöde Erziehung aber auch. Dazu möchte ich mich aber auch nochmal bei Alpha Kevin entschuldigen. Ich habe mich einfach zu sehr von den Meinungen aus dem letzten Video schon im Vorhinein leiten lassen. Bro, bleib bei deinem Humor, bleib wer du bist. Denn wenn es dir selbst gefällt, dann ist es immer noch das Beste und das Wichtigste. Mir persönlich haben übrigens auch die ganzen Trollantworten gegen Alpha Kevin sehr missfallen. Ich muss ganz ehrlich sagen, das hat er nicht verdient, das hat ein Kuchen.tv nicht verdient und es hätte niemand an. Ja, deine Lieblingsvideos, der war gut. Nichts, ich gucke ihn nicht, keins, Hurensohn, kenn nur eins, also das. Okay. Wobei ich sagen muss, also ein paar waren schon extrem witzig, vor allem diese Endcard. Da musste er, glaube ich, auch selbst lachen. Das war klasse. Ich muss aber auch leider sagen, dass Kuchen.tv's Umfrage, obwohl sie am Anfang und Noah, hi, dann am Ende doch die typischen Trollantworten bekommen hat. Dieses Mal wurde die Umfrage übrigens weitaus weitergeteilt. Ich habe sie unter anderem Barco, Just Nero und Kuchen.tv selbst auf Instagram geteilt und auch wieder zum Teilen aufgerufen. Alpha Kevin habe ich sie jetzt nicht direkt geschickt, weil ich erst auf seine Reaction auf mein Video warten wollte. Aber Kuchen.tv hat ihm dann auch den Link geschickt und vielleicht hat er sogar teilgenommen. Ich hoffe, ihr könnt das auf jeden Fall verstehen, no, dass ich mich so entschieden habe. Da diese Umfrage aber wesentlich weiter geteilt wurde, kann man hier zumindest meiner Meinung nach eher von einem Konsens. Hey, warte mal, da stand da gerade eben 14, Leute. Jetzt bin ich ja gespannt. Reden, auch wenn nicht jeder abgestimmt hat. Ich hoffe allerdings, das verbessert sich halt. Stell euch jetzt mal vor. Stell dir mal vor, im letzten Video wurde kritisiert, so 13 Teilnehmer nur. Und jetzt hat er gesagt, und jetzt sagt er einfach so, ja. Also jetzt kann ich endlich mal da so ein richtig repräsentatives Video machen. 14 Teilnehmer. Einfach 14, einfach Facts, Leute. Zukunft und die anderen Blogger werden auch teilnehmen. Zum Löffel auf jeden Fall. Am Ende der Umfrage habe ich diesmal übrigens einen Feedbackbogen angehängt. Dieser hilft mir natürlich weiter, das Format noch etwas zu verbessern. Was sind es wirklich noch 14 Leute? Meinungsblogger zu erhalten. Ich habe übrigens für alle dieses Formular unten in der Beschreibung verlinkt, wo ihr die Ergebnisse für euch selbst nachlesen könnt. Bei Alpha Kevin werde ich das aber nicht machen, weil hier explizit nach persönlichen Daten gefragt wurden. Wer jetzt bei der neuen Umfrage persönliche Daten angegeben hat, der ist selbst schuld. Ich bitte euch aber, das Video komplett zu schauen, bevor ihr zur Umfrage geht. Watchtime und so. Also, erste Frage. Schaust du Kuchen.tv auf einer Skala von 1 bis 10? Wie gut findest du? Ja, wir beantworten dann gleich, okay? Auf einer Skala von 1 bis 10, wie gut findest du seine Entwicklung über die letzten 4 Jahre? Wenn angegeben, begründe deine Antwort über die Entwicklung. Wie findest du Kuchen.tv's Humor? 5. Was gefällt dir an Kuchen.tv? 6. Was gefällt dir nicht an Kuchen.tv? 7. Dein Lieblings-Kuchen.tv-Video? 8. Dein Nicht-Lieblings-Kuchen.tv-Video? Und 9. Was würdest du Kuchen.tv sagen, wenn ihr jetzt miteinander reden würdet? Okay, wir gucken uns das jetzt einmal an hier. Schaust du Kuchen.tv? Ja, wir schauen Kuchen.tv. Wie findest du Kuchen.tv? Auf der Skala von 1 bis 10 würde ich ihm eine 8 geben.
Ich finde jetzt trotzdem noch verbesserungswürdig. Es gibt immer noch so ein bisschen Luft nach oben. Und ja, aber an sich so gefällt mir schon die Videos zu Leon Mascher. Ich fand es jetzt nicht so interessant und zu Mimi, weil das Thema hat mich dann nicht mehr so gejuckt. Aber ich würde sagen, so eine 8 von 10 ist auf jeden Fall gut. Wie findest du seine Entwicklung über die letzten 4 Jahre? Also man sollte schon was sagen, die Entwicklung über ein Jahr fand ich extrem, extrem gut. Also wirklich sehr, sehr gut. Da würde ich sogar eine 9 geben. Weil es 100-mal besser ist als das, was davor war. Mit Begründung, ja. Wie findest du, ja, weil es sich jetzt vor der Kamera zeigt und sowas, ne? Also die ganzen Komponenten spielen natürlich mit ein. Wie findest du Kunde V's Humor? Ja, du, das ist halt immer Geschmackssache. Ich würde jetzt sagen, wenn er mal einen Witz einbringt, das lockert zwar das Video auf, ist es jetzt aber auch nicht so mega, mega lustig oder so. Ich weiß nicht, das kann man schlecht einschätzen, kann ich jetzt nicht so meine Meinung dazu sagen. Ich finde, Humor ist schwierig zu beurteilen. Also bei mir, manchmal sagt es mir zu, manchmal finde ich es halt absolut unlustig, ne? Ist genauso, wie er das auch bei mir wahrscheinlich findet, würde ich halt manchmal vielleicht eine 3, aber manchmal auch eine 8. Je nachdem, wie man das halt so werten mag. Was gefällt dir an KuchenTV? Ja, einfach so sein hässliches Gesicht gefällt mir am meisten, weil da fühle ich mich dann halt auch nicht mehr so hässlich. Das ist immer so gut, ne? Das stärkt doch irgendwo Selbstbewusstsein. Da kommt man dann mit mehr Selbstvertrauen vor die Kamera und kann da sprechen. Das finde ich immer sehr nice. Was gefällt dir nicht an KuchenTV? Sein Gesicht. Ja, ansonsten ist gerade schwierig, da jetzt irgendwas zu sagen, weil ich finde eigentlich, Tim macht relativ viel richtig und ich wüsste jetzt nicht, was ich an seiner Stelle komplett anders machen würde, beziehungsweise was ich jetzt scheiße finde an ihm. Siebtens, dein Lieblings-KuchenTV-Video. Ich würde sagen, was ist denn mein Lieblings-KuchenTV-Video? Ich glaube, das Video, was ich am öfter... War das damals Miguel Pablo? Irgendein Video... Nee, ich glaube noch nicht mal Miguel Pablo. Irgendein Video habe ich damals übel oft angeschaut. Ich habe das wirklich extrem gefeiert. Ich bin mir aber gerade nicht so sicher, was es genau war. Mir relativ egal. Das ist natürlich auch gar nicht so schlecht. Mir relativ egal finde ich gut. Ich finde jedes Video zu solchen Feministen-Leute, also diese, die es übertreiben, man sagt dazu auch Feminazi, aber ich will da jetzt nicht irgendwie jemand dazu abstemmeln. Aber das finde ich immer gut. YouTuber spezifische Fragen anbiete. Ist halt die Frage, wie sich das umsetzen lässt, dann werde ich in der Zukunft nochmal schauen. Ebenso wurde ich von Kommentarschreibern aufgefordert, doch bitte doch Noah, den Namen von den einzelnen abstimmenden Personen zu sammeln. Ich werde mich aber weiter dagegen wehren, weil ich finde, so eine Art Klarnamenpflicht, kann man ja eigentlich schon sagen, würde das Abstimmungsergebnis verändern, weil sonst könnte jetzt ein KuchenTV zum Just Nero hingehen und sagen, ey, warum hast du so scheiße für mich abgestimmt? Finde ich nicht so geil. Bevor wir zu den blanken Zahlen kommen, möchte ich aber noch einen Shoutout an jemanden starten. Danke an den Dude, der die Umfrage so ernst genommen hat, wie Da Vinci das nett in seinem Slogan. Überall selbst im Feedbackbogen minimale Punktzahl angegeben, das Wort Hurensohn inflationär gebraucht. Ich denke, wir können uns alle darauf einigen, dass sein Ergebnis ungefähr so viel wert ist wie die Freundschaft zwischen Baby und ihren Fans. Na dann, los geht's. Auf die Frage. Und das meine ich halt, es gibt halt dann Leute, die mich einfach hassen. Wer war das? Ich habe es gerade gar nicht so richtig mitbekommen, wie da hieß. Das Wort Hurensohn starten. Danke an den Dude, der die Umfrage an den Dude so bestimmt, oder? Wie Da Vinci das nett in seinem Slogan. Überall, selbst im Feedbackbogen, minimale Punktzahl angegeben. Ach, Ace Galaxy. Inflationär gebraucht. Ich denke, wir können uns alle darauf einigen, dass sein Ergebnis ungefähr so viel wert ist wie die Freundschaft zwischen Baby und ihren Fans. Na dann, los geht's. Auf Nein, nicht Dude mit Maske. Einfach nur danke an den Dude. Oder danke an den Mate. Oder irgend so jemand. Alter, ihr seid wieder so beschränkt. Ohne Witz. Ey, meine Community, die ist halt wirklich... Also da denke ich mir auch manchmal, seid ihr eigentlich geistig komplett zurückgeblieben. Schaust du KuchenTV? Haben 64% gesagt, gelegentlich. 21% sagten ja, sie schauen KuchenTV und der Rest sagte nein. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie gut findest du KuchenTV? Bis auf eine Bewertung von 1... Alter, ich dachte, das war von... Ich wollte daraus eigentlich einen Spaß machen. Ich dachte jetzt... Jetzt kommen halt Statistiken mit mega vielen Bewertungen oder Rezensionen oder was weiß ich. Es ist halt jetzt eine Rezension mehr. Und ich sagte, es gibt immer wieder genau den einen, der alles als negativ abstimmt und sagt, dass KuchenTV ein Hurensohn ist. Ich bin gespannt auf jeden Fall. Ja, aber das immerhin, es wurde hier auch so bewertet, dass es auch mal ein paar positive Sachen gibt. Die von dem Hurensohn Dude, sieht es doch eigentlich recht positiv. Ich dachte eigentlich, jetzt kommt's, jetzt sind dort 40 Leute, die dort abgestimmt haben. Aber es sind halt einfach 14. Ich dachte, jetzt wird's. KuchenTV ist im guten oberen Mittelfeld angekommen. Die Frage nach deiner Entwicklung sieht eh nicht gut aus. Die Leute bestätigen, dass du dich verbessert hast. Aber da kommen wir direkt zur nächsten Frage. Obwohl man die nächste Frage aus... Junge, ey, ganz ehrlich, Real Talk. Wer da auf 1 gegangen ist, ey, 2 Leute haben mit dem Schlechtesten abgestimmt. Also wer... Das kann man...
Also wirklich, ich sag ja immer, jeder soll seine Meinung haben und subjektiv sein Zeug bewerten. Aber du kannst dir nicht sagen, du kannst wirklich nicht sagen, dass Kuren e.V. sich null entwickelt hat. Also so null. Das ist so dumm, wirklich. Ich wollte bestätigen, dass du dich verbessert hast. Aber da kommen wir direkt zur nächsten Frage. Obwohl man die nächste Frage ausfüllen sollte, wenn man die davor dumm ausgefüllt hat, also ob die Entwicklung gut oder schlecht ist, haben es tatsächlich weniger Leute geschafft, die Entwicklungsfrage weiter zu beantworten. 13. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie findest du seine Entwicklung über die letzten 4 Jahre? Wenn angegeben, begründet deine Antwort. Danke. Die Begründungen zu deiner Entwicklung lauten wie folgt. Es gibt zwar vereinzelte Videos von früher, die ich übertrieben feiern kann, aber to be honest, ich finde deine Videos vor der Kamera sehr angenehm. Emotionen und teilweise auch Empathie, die mir vorher immer gefehlt hat, kommen jetzt deutlich besser rüber. Eine meiner Meinung nach recht gute Entwicklung, auch wenn ich jetzt den Schnitt abnormal schlecht finde. Einige Beiträge gehen auch weiterhin in diese Richtung ab. Aber was mich halt, also jetzt mal Real Talk, also was ich halt immer geil finden würde, ist, wie oder irgendwelche Vorschläge, wie man es besser machen kann. Ich finde, das bringt einem null weiter, wenn jemand sagt, der Schnitt ist scheiße. So, dann einfach mal sagen, wie man sich das vorstellt. Ich finde irgendwie, vor der Kamera kann man jetzt nicht so viel machen, um zu sagen, ja, der so und so der Schnitt und so der Schnitt. Ich finde, so wie der Schnitt ist, ist das echt in Ordnung. Also es ist jetzt nicht kein Hollywood-Film oder so, aber ich finde das nicht abnormal schlecht. Ich finde das ein solider Schnitt. Aber es gibt auch andere Meinungen. Der Neuschnitt ist wird hier positiv sowie auch negativ erwähnt. Wie gesagt, die Umfrage ist in der Beschreibung verlinkt. Kommen wir zum Punkt, wie gut findest du Kuren TV Sommer? Und hier muss ich gleich sagen, wenn ich diesen Punkt nochmal mit reinnehme, werde ich den definitiv genauso aufschlüsseln wie den vorangegangenen Punkt. Denn ganz ehrlich, nicht mal ich könnte mit diesen Zahlen etwas anfangen. Lass das einfach kurz. Ja, und ich finde, da sieht man halt auch wieder. Ich meine, es ist ja halt wirklich subjektiv. Aber es wurde halt von 1 bis 5 nur abgestimmt. So, es ist ja noch schlechter als bei mir, glaube ich. Und bei mir war es schon echt grottenschlecht. Oder es ist ungefähr genauso schlecht wie bei mir. Kurz auf euch wirken. Ich wüsste wirklich nicht, wie ich dies interpretieren soll. Gucken, entscheide für dich selbst, wie du damit umgehst. Was gefällt dir an KurenTV? Ja, mit der Sicht. Es ist besser als dein Scheiße. Beispielsweise Hurensohn. Nein, ernsthafter Kerl gehört verprügelt. Aber um mal eine ernsthafte Antwort auf diese Frage zu erhalten. Deine Aktivität und Recherche sind gerne gesehen und deine Persönlichkeit ebenso. Um hier noch ein Beispiel vorzulesen. Unter anderem sein Humor. Das kann man sich meiner Sicht nach auch als Erwachsener durchaus gut geben. Jedoch ist das, glaube ich, ein sehr spezieller Humor. Auch sein Umgang mit der Kritik. Er fragt regelmäßig in seinen Community-Tab nach Kritik und setzt diese gegebenenfalls auch um. Man kann sich seine Videos einfach extrem gut geben. Die nächste Frage. Ja. Was gefällt dir nicht an KurenTV? Und hier gibt es, wie KurenTV sagen würde, Strebeantworten. Deine Einblendungen wären auf einem Niveau wie die bei einem Anfänger. Hier werde ich auch noch als Vergleich genannt, also danke. Die Themen seien langweilig, weil der Schreiber schon angemerkt, dass das subjektiv ist. Dazu werden auch deine Sketche und Witze bemängelt, wobei ich sagen muss, dass es hier immer noch ein paar sehr, sehr gute gibt. Vor allem dieses Mensch, so spät. Oh, ich wollte mich nur noch umbringen. Du kommst laut ein paar Menschen sehr toxisch und arrogant vor. Deine Titel seien übertrieben und deine Betonung ebenso. Ich möchte diesen Punkt jetzt auch nicht sprengen an Inhalt, vor allem nicht mit diesen riesen Mehrzeilen, die hier geschrieben wurden. Aber ich möchte noch kurz auf den Punkt eingehen, dass eine Person deine Empathielosigkeit angesprochen hat. Ich kann das zwar schlecht nachvollziehen, da ich mich eher in der Gelegenheitszuschauerszene bei deiner Community sehe. Aber da das gefühlte das einzige Mal war, wo dies angesprochen wurde, musste ich das einfach mit reinnehmen. Auf jeden Fall wird hier gesagt, dass du dich öfters nicht in andere Leute reinversetzen kannst. Seine Empathielosigkeit, er kann sich einfach nur in Leute hineinversetzen und tritt manchmal auch Gefühle von anderen mit Füßen und triggert mich generell manchmal mit unüberlegten Aussagen. Außerdem widerspricht er sich ganz gerne selbst. Ja, ich muss sagen, ich glaube, das ist ein generelles Problem, aber von jedem, der seine Meinung irgendwo äußert, dass man sich gerade da, wo man die Meinung äußert, sich nicht die Gedanken macht, ja, wie sieht der andere das aus seiner Perspektive, wie sieht der das? Das ist eigentlich immer ganz wichtig, dass man direkt reflektiert das sagt und auch nochmal die Ansichten von den anderen vertritt, um zu checken, ja, ist es jetzt gut, was ich sage oder ist das ein bisschen zu hart oder wie Da Vinci sagen würde, zu harsch. Deren Gefühle mit Füßen trittst. Sollte ich jetzt das nicht stimmen, würde ich auf jeden Fall daran was ändern. Ungeachtet dessen kommen wir jetzt aber zu den Lieblingsvideos. Das erste fand ich direkt super. Das Sky-Guy-Video. Oh mein Gott, wie viel. Oh ja, stimmt. Deinstalliert ich. Sky-Guy. Das ist wirklich mit einfach manuell. Das ist wirklich ein geiles Video gewesen. Nostalgie da drin steckt. Kann ich dem Schreiber echt nur zustimmen. Ich glaube ja, das doch. Was mir relativ egal ist, relativ dumm Video. Oh Gott. Allein wegen dem Titel musste das auf jeden Fall kommen. Das ist auch der Klassiker, gut, ja. Wo du deinen Freund auf der Bühne bangst und die LaVou-Fails-Reihe. Naja, das ist nicht so. Bitte lernt schreiben, Leute. LaVou mit A und einem O. Oh Gott. Wow.
Auf jeden Fall viele positive Einsendungen, denen ich nur zustimmen kann. Und jetzt zu deinen Nicht-Lieblingsvideos. Und ja, ich habe die Kategorie umgenannt. Auf jeden Fall gefällt hier einer Person gar kein Kaffee und Kuchen von dir. Wobei ich sagen muss, das ist natürlich subjektiv. Ich finde das an sich eigentlich eine coole Sache. Ich habe mir bisher, glaube ich, noch keinen Kaffee und Kuchen angeguckt. Außer das jetzt mit Adlersson, was jetzt vor kurzem war. Ansonsten fand ich so, die Leute, die mit drin waren, fand ich jetzt nicht so spannend, dass ich mir das halt komplett reingezogen habe. Aber ansonsten kann man sich das schon mal entspannt geben. Mit Just Nervous muss ich mir mal noch anschauen. Das habe ich mir noch nicht angeguckt. Aber das, also das wäre so eins, das würde ich mir auf jeden Fall noch einziehen. Ne? Alles, was mich interessiert, zum Beispiel FIFA Gaming. Ich habe kein bestimmtes, das Video, wo er Imp versucht zu kritisieren, es aber nicht hinbekommt. Ja, aber Imp hat letztendlich genauso, ist genauso lost eigentlich, was das angeht. Also es ist so ein Hin und Her von Lostigkeit. Wenn man ein Format nicht schauen möchte, dann sollte man es auch nicht schauen. Hier haben aber die Menschen sonst teilweise auch nicht wirklich bestimmte Videos, sondern eher Themen, die sie nicht interessieren. Andere Einsendungen Macho, sagen aber wiederum dein Firegoden Exposed Video, dein Kuchentalks 210, ich glaube das war CS. Was, Firegoden Exposed hier? Go, okay. Und das Video zu Imp. Aber ich wurde darum gebeten, zumindest eine Antwort zurückzuziehen. Die Einsendung mit der Reaction auf mein Kuchen-TV und die Sperrung. Das Schreibling hat wohl verpeilt, also diese Einsendung bitte nicht beachten. Und zur letzten Kategorie. Gott, wie lang dieses Video schon ist. Mensch, ey. Auf jeden Fall, was würdest du Kuchen-TV sagen, wenn du jetzt gerade mit ihm reden würdest? Okay. Und hier gibt es tatsächlich einige gute Tipps für dich, Tim. Beispielsweise, dass du die Kameralichtempfindlichkeit manuell regulieren sollst, etwas Hintergrundmusik verwendest und vielleicht etwas bessere Belichtung nutzen solltest. Aber du solltest aufhören, Leuten immer etwas zu unterstellen. Oder das hier. Hey Tim, ich finde deine Videoentwicklung persönlich gar nicht schlecht. Chapeau für diesen Schritt. Ich kann mir die Videos von dir gerade einfach nicht mehr geben, da du in diesen immer unsympathischer rüberkommst. Das ist aber nur eine subjektive Einschätzung von mir. Die Zahlen sprechen dir offensichtlich dagegen. Aber bitte unterlasse diese Sketche. Das ist nicht so dein Ding. Sorry. Ob du. Ja, es ist halt auch wieder subjektiv. Ich finde einfach Sketche, klar, die kann man auch bei mir nicht mögen. Aber ein Sketch lockert ein Video immer auf. Da denkt man einfach, ja, es ist nochmal so ein bisschen was Frisches mit drin. Und nicht nur dieses stumpfe. Ja, hier, der redet die ganze Zeit nur negativ gegen den und den, weil oftmals ist es so, wenn man jetzt keine Sketche verwendet, hat man dann immer die Kritikpunkte mit, der schießt die ganze Zeit nur gegen den, der schießt nicht dahin, der schießt dahin, das ist einfach nur Kacke, was der macht, das ist kein Kritiker, das ist ein Hater und sowas. Und wenn du halt solche auflockernden Worte findest, dann ist es einfach viel entspannter und da gibt's auch nicht so viel zu meckern. Stil, wie manche dieser Schreiber sagen, zurückkehren sollst, ist natürlich komplett dein Bier. Alter, Stil einfach mit IE, Alter, das ist nicht mal Stil. Hat so viel Stil hier. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass du definitiv mehr mit anderen YouTubern machen solltest. Vor allem dieser Unholy, der ist ein super Sympath und der hat immer Lust auf einen Collab. Und jetzt kommen noch ein paar Trollantworten. Musik bitte. Mit Hass in der Betonung auf das Wort Hurensohn. Ey Tim, reagier auf meine Videos. Moin, bist du dieser Kuchen-TV? Moin. Wo kann man den Braunschweig am besten feiern? Das würde mich sogar interessieren. Habe ich keine Ahnung. Ich war bisher mit Tim, war ich nur auf der Gamescom feiern. Kannst du mich auch mal so wegbangen? Ach, war das ein Spaß. Kommen wir nun aber zu meiner Wertung. Ein paar Punkten kann ich sicherlich zustimmen. Wobei ich sagen muss, ich feiere deine Sketche schon mehr als Alpha Kevins Flachwitze. Es ist einfach was anderes, wenn man noch ein bisschen Arbeit reinsteckt und einen Sketch vorbereitet und diesen dann noch durchführt, als wenn man schlicht einfach nur von einem Zettel abliest. Entschuldige, Kevin, aber das ist so. Ja gut, aber bei mir, das Ding ist halt zum Beispiel, das mache ich wirklich zum als Wiedererkennungsmerkmal. Und wenn man jetzt sich jetzt einmal meine Videos anschaut, unter dem Video hier zum Beispiel, unter dem Video, da habe ich keine Flachwitze vorgelesen. Da stand die ganze Zeit in den Kommentaren, ja, wo sind die Flachwitze, wo sind die Flachwitze und sowas. Die Leute feiern das, ohne Scheiß, die mögen das einfach auch am Anfang, so ein Flachwitz. Ich aber, wie bereits erwähnt, zu der Fraktion der Gelegenheitszuschauer gehöre, kann ich leider nicht zu allen deiner Videos eine Meinung abgeben. Ich persönlich schaue einfach nur das, was mich bei dir am meisten interessiert und ich glaube, das geht auch den meisten so. Die Cake News zum Beispiel gehören für mich zu dem Format, was ich tatsächlich mit am wenigsten schaue auf deinem Kanal. Ich weiß nicht genau warum, aber mir tun es diese ganzen News-Formate einfach schon seit einer geraumen Zeit nicht mehr an. Das hat jetzt nichts mit dir zu tun, das liegt einfach an dem Format an sich. An sich finde ich dich aber auch überaus sympathisch. Und Glückwunsch dazu, dass du diesen Idioten, der dein Kind und deine Mutter beleidigt hat, in die Schranken gewiesen hast. Bleib bei deiner Entwicklung, bleib bei deinem Stil und vor allem bleib ein Vorbild für uns kleinere Meinungsblogger. Viele Kinder, die denken, sie könnten Meinungsblogs machen, nehmen sich wahrscheinlich eher die Falschen als Vorbild. Wie zum Beispiel Mr. Yalatom. Der kopiert Julians Blog so gut, dass man in Wirklichkeit denken könnte, dass Julian ihn kopiert. An die Teilnehmer sage ich also mein fettes Dankeschön. Dank euch kann ich das Format verbessern und... Was, Mr. Das war jetzt Mr. Yala oder wie? Was? Das war Mr. Yala. Wait. Mr. Yala. Kettenbriefe, die zu weit gehen, okay? Er kopiert Julians Blog. Fortführen. Okay? Und ich freue mich natürlich auch auf weitere Folgen.
Stimmt doch bitte in der Infokarte ab, wen ich dann als nächstes in diesem Format dran nehmen soll. Sollte euer Favorit nicht dabei sein, schreibt es mir doch bitte in die Kommentare. Dank dem fleißigen Feedback habe ich jetzt übrigens einen neuen Titel für dieses Format und ich werde, sobald ich dieses Video hier veröffentlicht habe, auch auf dem Alpha Kevin Video anpassen. So, das war's fürs Erste mit diesem Format. Wenn ihr die nächste Folge, wann auch immer sie kommt, nicht verpassen wollt, dann lasst mir doch gerne ein Abo da. Euer Unholy. Warte. So, Leute, ich... Das Video war... War in Ordnung, sage ich mal. Aber wie gesagt, so mit 14 Stimmen, ich weiß nicht so, du brauchst mindestens, ich würde sagen, du brauchst mindestens 30, um auch nur ansatzweise eine repräsentative Statistik zu haben. Keine Ahnung.